Müssen wir uns weiterhin vor dem Coronavirus schützen? Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, mahnt zur Vorsicht und ruft zum weiteren Tragen von Masken auf. Wir sollten angesichts der Lage in China auf eine neue Virusvariante vorbereitet sein, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dazu zählen Impfschutz und das Tragen von Masken. In Deutschland habe man sich zu schnell vom Masketragen verabschiedet, beklagt Montgomery. Es sei eine Frage von Eigenschutz und Vernunft, sich beim Zusammentreffen mit vielen Menschen zu schützen. Hätte man dies konsequent getan, hätten die aktuellen heftigen Infektionswellen deutlich geringer ausfallen können. China wird aktuell von einer Corona-Welle überrollt, nachdem Präsident Xi Jinping seine Null-Covid-Politik aufgegeben und die Maßnahmen gestoppt hat. Frank-Ulrich Montgomery hat daher einen deutlichen Appell. Macht es freiwillig und tragt Maske, ansonsten können die Folgen gravierend sein.